Guten Morgen in der Morgen. Sieht so scheiße aus. Mann, ey, so ein Kack. Weißt, ich dachte echt, meine Haut ist jetzt voll geil und so. Brauch nicht mehr geschminkt rumlaufen und so. Aber nee, wieder Pickel bekommen und jetzt habe ich wieder Narben. The struggle is real. So ist das Leben, wenn man Akne hat, Leute. Man kriegt Pickel, man kriegt Narbe. Es wird nie weggehen. Egal, scheiß drauf. Okay, ich muss aber echt sagen, ich hab's noch gut, weil ich hab jetzt nicht so krass, aber trotzdem, Mann, ey, jahrelanger Kampf, ey, what the fuck. Kein Bock mehr auf diesen Scheiß. Wir sind jetzt gerade schon früh unterwegs. Wir sind gerade noch bei der Bäckerei, holen uns einen Erdbeer-Quarkbecher. Das haben wir schon mal gekauft und ihr kennt diesen Quarkbecher schon. Wird irgendwie zur Zeit, also das ist irgendwie so mein Favorite Frühstücksding zur Zeit. Für Shanti holen wir auch gleich eins. Shanti holen wir jetzt gleich ab vom Bahnhof. Und Leute, morgen geht's auf die Philippinen. Boah, wir müssen noch Auto sauber machen, bevor wir Shanti geben. Ja, wir müssen Auto sauber machen, wir müssen Katzenstreu kaufen, wir müssen Hasenstallputzer, Körner kaufen und Videos drehen. Das wird ein langer Tag, du. Also, was machen wir zuerst? Shantis Bahn kommt in 20 Minuten, gell? Genau, eigentlich können wir jetzt Auto putzen gehen. Okay. Hey, gerade so schnell? Schaffen wir das so schnell? Ah ja. Wir sehen uns in der Waschanlage. Das Auto macht sich selbstständig. Das ist schon selbst ein Parkhilfe. Ich klasse, läuft bei mir. Alter. Tornado. Geht's mit dem Twister? Ja. Wisst ihr, was ein richtig geiles Feeling ist? Ein sauberes Auto zu haben. Genau. Und ich habe gerade diese Sonnenbrille gefunden hier im Auto. Die haben wir, glaube ich, schon lange gesucht. Die war hier die ganze Zeit. Ja. Und jetzt holen wir Shanti ab. Perfektes Timing. Wir haben unsere Zeit voll gut. Ja. Hallo. Tana! Hallo! Wie lange bist du gefahren? Ja. Nee, ich bin jetzt, keine Ahnung, 4 Stunden oder so gefahren. Ach, voll gut. Hä, voll kurz? Ja, deswegen, ich bin doch immer mit dem Bus gekommen. Ja. Und mit dem Bus bin ich irgendwie so 8 Stunden immer zu euch runtergefahren. Und dann gucke ich so, meine Deutsche Mann, nur 4 Stunden. Ich so, hä, wieso fahre ich mal mit dem Bus? Krass, 4 Stunden, voll schnell. Ja. Von Hannover. Ja. Ups. Wir müssen noch ein paar so kleine so Erledigungen machen, also Katzenstreu und so. Ja. Und wir haben für dich da Frühstück, gell? Danke. Das ist geil. Ah, das habe ich bei euren. Ich kenne das mit dem Kragen. Ja. So, Leute, wir sind wieder zu Hause. Machen hier gerade Großputz. Hier haben wir auch schon sauber gemacht. Bubele war vorhin auch die ganze Zeit draußen, weil während ich geputzt habe, haben wir hier ein bisschen laufen lassen. Und das war irgendwie. Also, wir haben halt die Katzen irgendwie nicht weggesperrt oder so. Deswegen war das Confrontation. Aber es ist nichts passiert eigentlich. Die Katzen haben eh Angst vor ihm. Ja, unsere Putzfrau ist wieder da. Wiederherstellung oder so. Unsere chinesische Putzfrau eingestellt, wieder extra aus Hannover angereist. So, wir sind jetzt gerade beim Tierarzt. Here are the baby. Und deren Fäden werden jetzt gezogen. Krass, ey, aber ich hab diesen echt Warte, vielleicht darf ich das aufmachen? Vielleicht möchte ich ja, muss ich auch machen. Ja, die riechen da voll lang dran. Wieso riechen die? Kennen die das? Ich dachte, die kennen das. Schau, eigentlich schon. Die nehmen halt nichts von Fremden an. Ja. Gut, haben wir sie jetzt auch. Die vertrauen mir echt noch nicht so ganz. Wieder asiatisch gegessen. Yummy. Und da ist Paddy.
Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben ein Back-to-School-Video gedreht. Also das findet ihr... Werbung! Das findet ihr auf jeden Fall auf unseren Kanälen. Die hat eins, die hat eins. Und es ist auf jeden Fall schon online. Also. Shanti hat keins. Die nicht. Shanti wird ausgeschlossen. Dann hat es jetzt ausgesprochen. Da-da-dam, ta-ta-tan. Versteht ihr? Da-da-dam, ta-ta-tan. Echt? Anna hat auf einen gewissen Tweet bei Twitter geantwortet, da-da-dam, so, obwohl sie gar nicht angesprochen war. Und dann ich habe dazu noch geschrieben, ta-ta-tan. Ja. Bringt ihr euch gegenseitig auf die Palme? Das hört sie bestimmt jedes Mal. Ja, ja. Echt? Du bringst Palme mich echt auf die Palme. Nee, aber soll ich jetzt meine Sprüche raushauen? Was? Wie die Kinder mich früher immer gehänselt haben. Ja. Palme muss man gießen, dann kann sie aus der Erde schießen. Ja. Weil aber steht dir das gar nicht dahinter, oder? Hä, doch, weil ich bin so schnell gewachsen. Und dann, weißt du, Palme gießt man, deswegen schießt sie aus der Erde. Keine Ahnung, ich hab's damals auch nicht gecheckt, aber das haben sie immer gesagt. Und Kinder, wenn man so ich fand's schlimm. Wenn meine Geschwister mich dissen wollen, ich verstehe das gar nicht so. Okay, und jetzt? Nee, zu uns haben wir einfach immer nur gesagt, damn. Zu meiner Cousine waren die richtig böse. China-Böller und so ein Scheiß. Und zu mir haben die Tannenbaum gesagt, wegen Tannen. Nee, 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 noch anders. So, Shanti, lach mal ganz doll. Ich so, hab ich voll gefreut, so, ah, jemand mag mal lächeln, so. Dann fragt er so, siehst du jetzt gerade noch was? Ich so, weil gerade ein spitzes Kind. Also zu mir haben die nichts gesagt. So, aber es gibt einiges, was ich dir so zu dir sagen könnte. Tweef. Hashtag Zahnfleisch. Ja, okay, das stimmt. Aber das haben die Kinder früher, die fällt das ja auch. Nee. Ich bin auch mal auffallen jetzt. Schade. Tja, jetzt guckt jeder drauf. Da hast du den Salat. Mit mir legt sich keiner an. Anti twittert uns mal an alle, also die halt auf Twitter vertreten sind. Hashtag Anti auf unsere Kanäle. Und dann gibt es ein Favo von uns. Was soll ich sagen? Wir wollten mal ansprechen, warum gibt es überhaupt Pickel? Weil Pickel unnötig sind. So random, awkward, Alter. So voll, unser Real Talk ist voll fail. Aber wir möchten jetzt mal wirklich so face to face mit euch reden. Face to face, Marla? Face to face, keine Ausreden. Face to face, verfolgt mich. Ach so, face to face. Oh nee, nichts sagen, nichts sagen. Ich find's voll scheiße. Ich hab gar keine Ahnung. Ich find's echt voll scheiße, es wurde mir voll versaut. Okay, egal. Mann, sag bitte nichts. Ich möchte trotzdem nicht gefertigt. Ich auch noch nicht. Ja, aber du weißt ja schon wer. Ja, face to face. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will nicht hören. Face. Oh Mann, cut! Cut! Hey, weißt du? Ja. Aber warte kurz. Hallo? Warum geht das zu dir nicht? Reingehen. Echt? Ja. Nix bei dir? Ja, okay, dann mach's einzeln. Warum ist Joshua gerade so in? Was ist das Joshua? Johannisbeerschorle. Ah, ich weiß es nicht. Ding ist auf den Philippinen, ne? Hä? Meine Mutter? Ja, stimmt. Echt jetzt?
Lolli heißt sie. Ja, genau. Ach so. Jetzt hab ich sie. Ich hab meine Mutter aus den Philippinen. Lolli heißt sie, oder? Und wie geht's? Gut, Mädchen. Ja, sie sieht auch so aus. Freust du dich schon auf morgen? Was? Ich blicke nicht nach Philippinen, ich bin Snowboarderin. Ja, deswegen ja. Wir gehen ja noch bei Juliane vorbei, gell? Hä? Warum? Ja, weil wir holen was ab, weil sie hat Geschenke für die Kinder. Ja. Aber ein bisschen früher wie hier weg. Noch früher! Um 3 Uhr. Noch früher. Weil ich muss arbeiten, Katharina. Mal um 22 Uhr musst du arbeiten, um ja. 22 Uhr. Ja, aber muss ich um 9:30 hier sein? Ja, ja, warte kurz, guck mal. Wir gehen noch vorbei. Ja. Genau. Bei Juliane. Ja, genau. Dann gehen wir kurz vorbei. Der Baum lebt noch. Das heißt, spätestens 18 Uhr sind wir im. Weißt du, Katharina, das ist Berufsverkehr, ja? Weißt du das? Um 6 Uhr? In sagen wir spätestens 7 Uhr sind wir am Flughafen. Ja, und dann 7 Uhr, dann fahre ich weg hier. Bis 7 Uhr schon ich hier, ist dann zu spät. Zu spät für mich, heißt du, ja. Wenn ich arbeite. Sie muss um 10 Uhr arbeiten. Wir rechnen, Mama fährt dann langsamer als ich. Stimmt. Das müssen wir ja auch. Muss ich rechnen mit mindestens 3 Stunden. Hä? Nein, 2,5 Stunden oder so. Mit keinem Verkehr. Von euch aus, wenn es geht. Fangeschenke! Ja, so, ich habe meine ganze Stunde hier. Das sind sie aber richtig zugepackt, ey. Willst du die Schere haben? Du darfst die andere Hälfte aufmachen. Nochmal eingepackt. Oh, da ist was Süßigkeitenmäßiges drin. Anna, voll süß. Soll ich raten? Hier. Okay, jeder ist drin. Okay, ich rate. Ich bin die Smarties. Hier ist Rittersport oder Schokolade drin. Hey, Schokolade. Also, okay. Also. Hier ist ein Gummibärchen drin. Und hier. Ah nein! Oh mein Smarties. Gott, hier ist Dextro Energy drin. Hä, hey, du hast schon gesehen. Das schon nein, rein. Wo soll ich es gesehen also, haben? Popcorn und Smarties, okay? Popcorn und Smarties. Okay. Popcorn und Smarties. Ah, das wusste ich. Ja! Ja, das hat man ja auch schon gehört. Ah, da ist Popcorn drin, kann man sehen schon. Also sie hat ein Video von ihrem Tagebuch gemacht. Das ist wahrscheinlich schon online, wenn ihr diesen Vlog seht. Und zwar haben wir uns dann so gedacht, stimmt, nee, Kat hatte ein Tagebuch, ja. Ich bin Swimmer, war mir immer zu blöd. Kat hat ein Tagebuch. Ja, genau, weil sie hat dann immer angefangen und hat es wieder aufgehört und hat sich wieder Neues gekauft und hat es wieder angefangen. Anna, du musst dir geben, ich hab mehr, also mehrere Tagebücher vorgeschrieben mit, heute habe ich Fernsehen geschaut. Immer so, 5., 6., 2005, oder keine Ahnung, heute haben wir Fernseher geschaut. Und dann? Und das war's schon, das war der ganze Tag. Heute haben wir Fernseher geschaut und dann übermorgen, heute haben wir Fernseher geschaut. Und das Hallo? Ging noch. Ja, ich durfte voll selten Fernsehen schauen, wie durfte ihr? Ja, den ganzen Tag. Wir sind von der Schule nach Hause gekommen. Eine Stunde. Echt? Das ist Hashtag Deutsch. Aber so haben wir Deutsch gelernt, echt? Gell? Durch Fernsehen, deswegen haben wir so gerne Deutsch. Nein. Nein. Wir haben Kika geguckt. Ja, wir haben Kika, Schloss Einstein und so, Nick, Zoe 101. Was machen wir heute noch? Wollen wir irgendwas machen? Hä? Ja. Willst du was machen? Ich kann mein Zimmer putzen. Das ist sehr aufregend. Shanti, bist du schon aufgeregt? Ja. Aufgeregt? Come on. Süß, die zuckt beim Schlafen. Ui.